Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute ein wunderschönes Technikbuch zeigen, das ich von meinen Teammitgliedern bei unserem Teamtreffen bekommen habe, bei unserem Live-Teamtreffen. Und hier sind alle fleißigen Teilnehmer dieses Technikbuchs drauf. Und in diesem Technikbuch verbergen sich so viele wunderbare Ideen. Ganz, ganz tolle Sachen und ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für dieses wunderbare Buch, für diese Idee, für den wundervollen Tag, für den tollen Blumenstrauß und für alles, was wir an dem Tag austauschen konnten und auch sonst im Team einfach miteinander machen. Und es ist einfach so schön, so viele Gleichgesinnte zu kennen und zu treffen immer wieder. Und also egal ob online oder live, live war es was ganz Besonderes, es war ganz, ganz wunderschön. Und ja, einfach sich auszutauschen und auch diese ganzen kreativen Ideen miteinander teilen zu können. Das ist einfach total schön und das ist eine Herzenssache und das freut mich sehr, sehr, sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich möchte euch heute dieses Technikbuch vorstellen, das ich bekommen habe. Zum einen natürlich für euch als Ideengeber und zum anderen auch für die Teilnehmer, die mitgemacht haben, dass sie eben die Ideen natürlich auch von den anderen Teamies sehen. Mondblüte hier unten, die ist ganz dunkel, aber ich glaube, man sieht es schon, gell? Die ist auch noch mit schwarz hinterlegt, also wunderschön. Ich liebe ja dieses Mondblütenset und auch das Mondblütenpapier und das wissen meine Teammitglieder natürlich und deswegen bekomme ich immer so schöne Sachen mit diesem Design und das ist einfach nur total toll, weil mich das unheimlich freut und das so schön ist. Und sollen wir mal reinguckseln? Also hier vorne, die Vorderseite ist auch so toll. Hast du es schön gemacht. Jetzt guckst du mal einfach mal rein. Also sie haben hier ganz süß so ein Inhaltsverzeichnis gemacht. Jetzt mal ein bisschen Platz machen. Ich habe nämlich gerade die Swaps aufgenommen vom Teamtreffen, also die Tauschprojekte. Das verlinke ich euch mal hier oben unter dem weißen i. Da könnt ihr auch noch gucken, was wir alles so untereinander getauscht haben. Das ist auch sehr spannend. Und hier in diesem Inhaltsverzeichnis, also beachte, wie schön das auch alles designt ist, oder? Mit Mondblüten und so, wunderschön. Stehen eben alle Teilnehmer und die ganzen Technikkarten, also wie das funktioniert. Ich glaube, ich lege mir das mal nebenhin, dann kann ich euch nämlich immer sagen, wie das Ganze heißt. Und da fange ich jetzt einfach vorne an und zeige euch mal die ganzen Ideen, die da drin stecken und zeige euch auch die richtigen Namen zu diesen Techniken, dann könnt ihr da vielleicht im Internet oder eben auch bei meinen Teammitgliedern, ein Teil macht Videos, sehen, wie man sowas bastelt. Das ist natürlich total spannend. Die erste Karte ist von der lieben Caro. So eine ähnliche Karte habt ihr auch schon bei dem Dankesvideo gesehen. Da hat sie auch schon so eine coole Karte gemacht. Und das nennt sich Crashed Glass Technik. Denn hier vorne sieht es aus, wie wenn das Glas wäre und wie wenn es gespalten wäre oder gesprungen wäre. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ich glaube, man sieht es ein bisschen schlecht. Also in echt sieht man hier diese ganzen Rillen und das sieht so cool aus. Es ist einfach nur mega intensiv von den Farben her auch und dann mit diesem Effekt, das schaut einfach nur bombastisch aus. Total cool. Und irgendwie, ich glaube, in der Kamera wirkt es nicht ganz so. Schade, also das müsst ihr unbedingt ausprobieren, ganz klar, damit ihr dann seht, wie das wirkt. Und das will man immer anlangen und gucken, weil das fühlt sich auch ganz anders an und das ist einfach total cool. Das ist einfach eine mega schöne Karte. Und die Farben, die finde ich, wirken durch diese Technik noch ein bisschen intensiver und krasser oder deutlicher. Ich gucke jetzt mal. Genau, sie haben mir dann hinten immer diese Anleitung geschrieben, aber ich weiß, dass es bei der Caro auf dem Kanal Häkelscharf Kreativ auch eine Anleitung dafür gibt. Ich gucke gerade, ob sie es drauf hat, aber also ob sie es irgendwo hingeschrieben hat, aber nee. Häkelscharf Kreativ, da findet ihr die Anleitung zu so einer coolen Kartenform. Die nächste Karte ist auch so schön, die ist von der lieben Pepe, von der Petra. Und nennt sich schwebende Faltkarte. Und wenn man die jetzt mal so sieht, ja, schön. Und dann macht man die auf und dann haut es einen um. Ich sag's euch, Vorsicht. Ich muss nur gucken, wie ich das für euch am besten aufnehme. Wow. Das ist ja der Hammer, oder? Das ist so schön. Also das hier oben mit diesem Effekt, dass sich das da so aufstellt. Natürlich das gut ins Bild kriegt, dass ihr das alles seht, weil es so mit so viel Liebe zum Detail gearbeitet ist.
Hier ist der Text, den tue ich jetzt mal kurz überdecken. Also hier vorne, diese beiden Elemente sind geprägt, sieht total schön aus. Hier gestempelt, hier auch nochmal, wirkt wunderschön, total schön der Spruch. Hier hinten noch mit den Blättern und mit den Zweigen, die Blättern sind auch noch so fein gestanzt. Das Designerpapier ist so schön und dann die große Blüte hier unten, also das ist einfach eine wunderschöne Karte und das ist so cool, wie sich das da so aufbaut. Mega schön. Also ganz, ganz tolle Idee. Ich halte euch mal die Pepe hier unten rein. Also wunderschöne Karte, total tolle Technik und das ist echt, die haut einen um die Karte, wenn man die aufmacht. Schwebefaltkarte, gesehen bei Daniela Hödle. Nachgebastelt von Petra Großmann. Also wirklich wunderschön und das muss ich unbedingt mal ausprobieren, wie das funktioniert. Total coole Idee. Dankeschön, Petra. Die nächste Karte ist eine Spotlight-Karte von der lieben Sarah. Und die ist auch so toll. Also das ist auch was, was ich unbedingt mal machen möchte mit diesem, also Spotlight, dass man alles schwarz-weiß stempelt und dann diesen Bereich hervorhebt und farbig koloriert. Hier ist der Hintergrund auch wieder geprägt. Dann noch ein Designerpapier, ein Farbkarton, nochmal ein umrandetes, gestempeltes Papier und dann noch zwei Schleifchen und eben diesen Bereich. Ich finde, das ist eine Karte, wo eigentlich total viel los ist, aber die wo unheimlich stimmig ist. Ich finde die total schön. Mit diesem Schwarz, das noch so hervorgehoben. Ich finde, das sieht ganz klasse aus. Vielen, vielen Dank, Sarah. So schön. Hier innen noch ein bisschen reingestempelt. Extra mit dem Aufleger. Toll. So eine coole Idee und wirklich auch was, wo ich unbedingt nachbasteln möchte. Und da bin ich echt fasziniert, weil da so viel drauf ist auf der Karte und die trotzdem so wunderschön ist. So stimmig ineinander, passt es so perfekt und man verliert trotzdem nicht den Blick auf das Highlight oder auf diesen Spotlight der Karte sozusagen. Schön. Total toll. Vielen, vielen Dank, Sarah. Ist halt süß, wie sie mir dann da auch immer die Anleitung dazu gemacht haben. Ja, also das ist einfach toll. Die nächste Karte heißt Triple Pop-Up Cube Card. Und ich bekomme noch eine Anleitung von der lieben Jutta. Wir schauen es uns jetzt einfach mal in der flachen Form an. Also man kann es absolut cool auch verschicken. Eine Karte, großes Dankeschön, kleine Karte, großes Dankeschön. Du inspirierst mich für jemand Besonderen. Oh, ist das süß. Und dann, ja, genau, das ist cool. Jetzt kenne ich das. Habe ich das auch schon mal gemacht? Ich weiß gar nicht. Aber das hat mich damals schon so fasziniert. Ich habe das schon mal gesehen und fand es damals schon so cool mit diesen Würfelchen, die sich hier so auf, dass man die Karte dann so hinstellen kann und trotzdem so flach verschicken kann. Fühl dich umarmt, ist hier unten noch so ein Spruch. Also das ist total cool. Weil es halt, also das ist halt dieser Effekt, wenn man die Karte dann aufmacht und denkt sich, oh, ui, ui, und dann hinstellt und dann sieht man das, okay, die steht dann so von alleine und hat hier noch die Deko so schön dran und ah, das ist einfach cool. Das ist nur schwierig, in die Kamera zu halten, aber ansonsten ist das einfach nur mega, mega cool. So Würfelkarte. Nochmal, wie heißt der Name? Triple Pop-Up Cube Karte. Genau. Also eine tolle Karte. Wirklich eine coole Form. Mega schön. Die muss ich auch nachbasteln. Ganz, ganz dringend. Vielen, vielen Dank, Jutta. Das ist total cool. Die nächste Karte ist von der Steffi und so eine Karte habe ich schon mal von ihr bekommen, die finde ich total witzig. Das war die mit dem Foto von der Dankeskarte. Also die hat sie jetzt hier mit den Tassen gemacht, total schön. Alles selber gestempelt hier, das Designerpapier, das passt unheimlich gut zusammen. Ist total witzig, wie sich die Tassen da so stapeln. Mit diesem kleinen Anhängerchen, den finde ich auch so hübsch. Und dann, seht ihr dieses Schwingfenster? Das ist wieder mit dem Text, also so kann man die quasi hinlegen. So sieht sie dann von hinten aus. Und dass man dieses Fenster so schwingen kann, das ist einfach nur total klasse und das macht sich unheimlich gut. Das ist auch eine Karte, wo ich auf jeden Fall, also muss ich auch auf jeden Fall nachbasteln. Wahrscheinlich muss ich alle nachbasteln. Ich muss nicht einfach da durcharbeiten, weil die alle so toll sind und das ist halt auch so eine witzige Karte. Und auch super für ein Foto, wirklich fand ich auch klasse, die Idee von der Steffi, dass man hinten halt das Foto drauf machen kann. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. So schön mit Herzchen noch auf der Tasse, gell?
Einfach unheimlich hübsch. Schwingkarte. Die nächste ist die Fliesenspiegeltechnikkarte von der Pietze. Diese Technik habt ihr jetzt schon gesehen bei den Swaps, da hat sie das auch gemacht. Also wenn ihr das Video mit den Swaps anschaut, dann habt ihr das auch gesehen. Das ist nämlich auch total cool. So schön. Also hier vorne hat man so ein vielfach embosstes Element, das man vorher mit einem Falzbein oder am besten mit so einem Aufhebhelfer, wo so diese Kugelspitze vorne dran ist, wo man vorher so ein Muster reingemacht hat, wie so Fliesen. Und dann, das wird vorher noch bestempelt und koloriert. Das schaut unheimlich cool aus. Also das ist echt ein Spezialeffekt. Das ist schon richtig cool. Innen auch noch so schön gestaltet. Seht ihr das gut? Also so eine schöne Karte und diese Technik ist echt cool. Muss ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Aber ist, glaube ich, sehr aufwendig, weil man das auch sehr oft immer wieder embosst, dass man dann diesen tollen Schimmereffekt hat. Ist auch eine Karte, wo man eben, wenn man sie vor sich hat, wo sie noch ein bisschen krasser wirkt. Also ihr seht es jetzt vielleicht, wie schön das spiegelt. Ich versuche das mal einzufangen, aber das ist wirklich schön, wirklich cool. Und schön gestaltet in dem Grünton und mit diesem Zweig da im Hintergrund, das gefällt mir richtig gut. So schön. Da passen auch die Steinchen total gut dazu. Vielen, vielen Dank, Peter. Total toll. Oh, ist das schön. So viele Ideen. Ja, und diese Karte, also die haut mich auch gleich um. Also die fand ich auch mega klasse. Also das Technikbuch habe ich mir vorher natürlich schon mehrfach angeschaut. Und das ist auch so eine schöne Karte. Und das fand ich total klasse. Das ist von der lieben Heike und nennt sich Alkoholtechnik. Also da bezieht sich auf dieses Designerpapier vorne drauf. Das ist selber gemacht. Und das sieht so schön aus. Wow. Also das ist eine klasse Karte. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Das muss ich auch ausprobieren. Alkoholtechnik mit viel Liebe handgemacht von der Heike. Und also da bin ich auch gespannt, ob ich das kann. Das macht man auch immer wieder und immer wieder. Das ist vorne auf so einem Pergamentpapier drauf. Und dazu noch dieser Hintergrund und so. Also total toll. Ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, das zu machen. Weil es sieht ja jetzt einfach aus, eine einfache Karte. Aber es hat einen totalen Highlight-Effekt. Also ich finde es wunderschön. Und wenn man das vielleicht in Masse produziert hier vorne, dann könnte man die Karte wahrscheinlich auch in mehrerer Anzahl machen, ganz gut. Wirklich schön. Vielen, vielen Dank, liebe Heike, total toll. Die hat mir auch gleich umgehauen, die Karte. Ach, ja, die nächste natürlich auch, also. Es wird immer, also es ist einfach toll. Die nächste Karte ist von der Andrea. Hier, also die ist auch total schön. Auch das Design haben wir selber gemacht mit der Seifenblasentechnik. Die Karte heißt Seifenblasentechnik. Also es geht um die Seifenblasentechnik, aber die Karte an sich ist einfach nur auch Granate. Die Form und alles. Umarmung aus Papier, embossed. Hier vorne ist so ein wunderschöner Verschluss gemacht für diese Karte. Die kann man dann hier mit Magnet, ist die verschlossen, kann man die aufmachen. Wie gesagt, das Papier hat sie selber gemacht. Das sieht unglaublich gut aus. Oh, so schön. Dann ihr Hintergrund in Celadon passt da perfekt dazu, in Freundschaft. Und wenn man das dann aufmacht, oh, ist das schön. Du bist in jeder Hinsicht wunderbar, das ist auch süß. Hier noch mit diesen Stanzformen. Also allein diese Farben und diese, oh, diese Karte ist echt auch wieder der absolute Knaller. Ich finde die wunderschön. Hier ist halt eben der Text drauf. Und dann mit diesen Stanzformen, mit diesen, wo man so ganz ein bisschen kleine Elemente ein bisschen hochbiegen kann. Also toll, wirklich toll. Und diese Form ist so schön. Und ja, die Karte hat mich auch total geflasht. Da fehlen mir die Worte auch. Wunderschön, total toll und mit so vielen Details und so viel Liebe für alles. Und also wunderbar. Andrea, vielen, vielen Dank für diese bombastisch schöne Karte. Auch wieder das Hintergrundpapier auch noch so schön gestaltet, auch noch mit Pergament drüber und sowas. So viel Liebe zum Detail. Und die Karte, die findet ihr bei Andrea auf Andreas Kartenwerkstatt. Hier oben steht's. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal gucken, wie die funktioniert. Die Karte nennt sich besondere Funfold-Kartenform. Wunderschön. Wirklich klasse. Auch die nächste Karte ist wieder so schön. Also ich komme gar nicht mehr raus aus den Schwärmen, das ist wirklich toll. Die nächste Karte ist von der Jessica und es ist auch so eine schöne Vintage-Karte, finde ich. Also die ist einfach nur,
Wow, auch wieder. Hier schön mit der großen Schleife, mit den Ranunkeln. Der Hintergrund ist geprägt. Seht ihr es? Und mit Schwämmchen geinkt. Und dann hier noch so ein bisschen was Ausgestanztes, wo so kleine Stanzungen noch drin sind und mit ein paar Pärchen und mit den Herzen. Also total toll, die Schleife, die passt auch wieder farblich super dazu. Und auch eine schöne Kartenform, so mit dieser bisschen anderen Form einfach von vorne. Und dann kann man die hier so aufklappen. Also die Karte ist ja von vorne schon so schön, wenn man die dann aufmacht. Dann stellt sich hier noch das Blumenbouquet auf. Also das ist einfach nur der Hammer. Ich habe ja da schon ein paar Karten bekommen von euch, die sind auch so toll. Aber ich wusste noch, wie ich das erste Mal diese Karte aufgemacht habe, da hat es mir schier vom Hocker gehauen, würde man sagen. Und das jetzt eben in dieser Vintage-Optik, das ist total cool. Die Vase quasi so schön gestempelt noch und so und diese einzelnen Seiten mit den Textstempeln, mit den Ranunkeln überall und die Hintergründe und auch, dass das hier so schön füllig ist, also so ineinander reingeht, das ist einfach toll gemacht. Dieser Effekt. Da kann man nicht mehr aufhören. Hier vorne noch ein kleines Schleifchen. Also wunderschöne Karte. Und die nennt sich Pop-up-Blumenvasenkarte. So schön. Vielen, vielen Dank, Jessica. Echt eine klasse Karte, die jeden vom Hocker haut, jeder, der wo die bekommt, glaube ich, schaut und sagt, wow. Eine Wow-Karte. Ich glaube, da muss ich auch mal ein Anleitungsvideo dazu machen. Einfach, weil das gehört eigentlich in meine besondere Kartenformliste auch mit dazu. Oder so eine Vasenkarte. Ja. Jetzt. So schön. Ich versuche jetzt das Schleiferl so schön zu machen, wie es war, so einigermaßen. Jetzt. Also super cool. Vielen, vielen Dank, Jessica, für diese tolle Karte. Ach, die nächste. Ah, hier fehlt ein Blatt. Ich kriege noch eine Anleitung von der Sina, das fehlt aber noch. Folgt. Und jetzt kommt die nächste Karte von der Franny. Die ist auch so schön. Ich finde es auch cool mit dem Band. Ich habe ja eine ganz grüne Karte erwartet, gell? Aber. Die ist wunderschön, oder? Schaut mal. Das ist so schön gestempelt. Das Stempelset ist auch einfach so toll. Das muss ich auch wieder ausbuddeln. Und innen. Seht ihr das? Ah, das ist so cool. Das stellt man dann so hin. Und hier hat man dieses Stempelmotiv einfach nochmal auf so verschiedene Ebenen und Ecken gestempelt. Und das sieht so toll aus. Das ist auch so schön harmonisch und wunderschön. Total cool, dass man hier so richtig schönes, besonderes Bild einarbeiten kann in diese Karte. Total coole Technik. Muss auch sein, muss ich auch noch gucken. Von der lieben Franny und einfach wunderschön. Oh, toll. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz tolle Karte. Und die heißt Building Block Card. Auch cool, dass man halt die einfach wieder so flach verschicken kann, gell? Und dann, wie cool. Und wenn man die dann auspackt und so. Also ich liebe das ja einfach. Vielen, vielen Dank. Einfach schön. Ein kleiner Kartengruß. Toll. So, und jetzt haben wir noch eine Karte von der lieben Nadine. Das ist auch wieder so eine mega große Karte. So eine coole Karte. Die heißt Impossible Card. Impossible Card wahrscheinlich spricht man so aus. Bei YouTube Hängebauchmaus findet ihr die Nadine. Hier oben steht. Könnt ihr auch die Kartenanleitung anschauen. Hängebauchmaus. Und das ist auch so eine coole Karte, die dann hier so aufgestellt werden kann. Die aber auch ganz flach verschickt werden kann, wo man noch Text unterbringt. Ganz viel Deko machen kann. Diese Blumen sind so schön. Oh, toll. Das Papier passt so gut. Schön auch mal wieder ein Savanne-Hintergrund, gell? Das schaut gut aus. Das passt sehr gut zu diesem blauen Papier, zu diesem Designerpapier. Finde ich sehr schön. Eine ganz edle Karte. Ich hoffe, man sieht es, dass man das so schön aufstellen kann. Schwierig zum Filmen. Aber total toll. Sieht wirklich total edel aus und gefällt mir unheimlich gut. Einfach ausstellen irgendwo. Also voll coole Idee. Ja, wie gesagt, ich muss alle Karten nachmachen, das habe ich schon gesehen.
Wunderschön. Das ist echt ein ganz, ganz tolles Geschenk, so persönlich und liebevoll gestaltet von allen. Und jeder hat sich so viel Mühe gemacht und das freut mich einfach sehr. Und ich hoffe auch, dass ihr das jetzt untereinander eben auch seht, was die anderen so gewerkelt haben und dass ihr das genau bei dem einen oder anderen nachbasteln könnt. Und einfach toll. So ein cooles Geschenk. Das bekommt natürlich einen Ehrenplatz. Immer griffbereit. Wenn mir mal die Ideen ausgehen, dann kann ich das benutzen. Also die gehen mir auf jeden Fall nicht aus. Ich bin jetzt absolut safe. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für alles, fürs Mitmachen, für diese tollen Ideen. Und ja, war einfach wunderschön. Und das ist einfach auch eine ganz tolle Erinnerung an den Tag und an Alice, ja, an alles, was wir erlebt haben zusammen. Und schön, da habe ich echt immer was zum Werkeln. Können die Ideen nicht ausgehen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Wenn es euch gut gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben, vor allem den Damen, die das hier erschaffen haben. So schön. Also gerne Daumen nach oben geben. Wenn euch das Video insgesamt ganz gut gefallen hat, dann könnt ihr natürlich den Kanal auch gerne abonnieren. Ihr könnt dann einfach die Glocke drücken und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln, beim bisschen Stöbern auf den Kanälen von meinen Teamies und beim Nachwerkeln. Und freue mich aufs nächste Mal. Inspiriert euch, kreativiert was Neues und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!